Moin meine Freunde, Tag 101. Die zweite Etappe der Liga beginnt. 100 Tage Liga schon, richtig heftig. Gestern haben wir mega nice gespielt. Die anderen hatten alle nur 8 und wir, nee, 9? 8 oder 9 waren, glaube ich, das Maximum von den anderen. Meine ich, ich will mich jetzt nicht festnageln. Und wir hatten einfach 11, wir waren mit 2 Punkte in Führung. Sehr, sehr geil, endlich mal wieder den Platz 1 geholt. Ich hoffe natürlich, dass wir das die Woche noch weiter ausbauen können und am Ende der Woche ganz oben stehen, weil am Ende kackt die Ente, ihr wisst, was ich meine. Mal gucken, was wir heute schaffen, es ist wieder sehr schwierig. Wir gehen rein, bis gleich. Also, heute spielen wir Flächendamage, Baby. Aus dem einfachen Grund, weil Tobi vorhin schon gesagt hatte, dass Babys heute nicht ganz so viel bringen, weil viele Gebäude mit einer hohen HP-Zahl sind. Sprich, Packer sind heute wohl Meta. Außerdem starten wir nicht mit den Babys und Feuer ist eigentlich nur nice, wenn man mit den Babys startet. Daher können wir ja relativ spät auch erst auf Babys wechseln, wenn das von den Refills her passt. Also nehmen wir heute mal Flächendamage mit. Ansonsten, Bomber ist wieder extrem strong, Bogies ist auch nicht verkehrt mit dem Items, Minion und Goblins kann man mit leben, alles besser als Barbaren und Packer am Start. Dafür keine Raketen, diese Woche waren noch gar keine Raketen dabei, finde ich sehr schade. Loks zur Mauer öffnen, selbst waren auch nicht verkehrt, wenn wieder Öfen dabei sind oder Koboldhütten. Rush-Zauber finde ich nice. Frontline mit in Kombination zu den Rush, ja, ist wieder mehr schlecht als recht. Anstatt Frontline hätte ich gerne einen Swabby. Allein schon, weil wir mit dem Packer nicht vernünftig zaubern können heute. Wir gucken, was die anderen gemacht haben. Also Nuke war heute der Beste mit 10 und er ist, wo sind wir? Er ist gerade mal 8 vor uns. Stefan 7, Mick hat 7 und Tobi hat 9. Das ist sehr gut. Digga, Nuke, du bist in meiner Community? Lol, chillig. Wie cool ist das denn? Ja, geil. Junge, einfach Legendary 1 Liga besteht aus Deutschen. Wie geil. Ja, dann ist der Kollege Nuke jetzt auch am Start. Wie cool ist das denn? Ja, hier ist er nochmal für euch YouTube. Hier ist er. Ach, Timo, Moment mal. Wer bist du denn? Bist du Timo? Also, hier Timo? Ja, läuft, Digga. Einfach mal alle im Chat, die in Legendary 1 sind. Da kann ich mich ja nur blamieren. Und rein, meine Freunde, rein. Mikro ein bisschen lauter machen. Scheiß auf die Klimaanlage. Ich mach mal eben kurz aus. Keine Mauern, jau. Das ist, wofür haben wir dann Lock? Ja, der Start ist natürlich wieder, naja, ne? Ich glaube, wir spielen einen Goblin. Irgendwas müssen wir ja spielen. Spielen wir Dreier Bogies, einfach nur um die Minions zusammen zu haben. Irgendwas muss ich ja spielen, Chat. Single Packer fühle ich nicht. Nee, den Single Packer würde ich gerne aufheben für die nächste Lane. Wir können auch nochmal Goblins spielen. Und nochmal auf Minion hoffen. Ah, komm. Ich glaube, wir spielen das jetzt so rein. Expo Zap. Damit der Boogie nicht stirbt. Ja, das ist eine gar nicht mal so dumme Idee. Das ist cool. Da sagst du was. Oh, das war eine sehr gute Idee. Ich möchte mit Zaps spielen, glaube ich. Viele Infernos sind Zaps smarter. Loks können wir uns immer noch nehmen. Komm, bitte noch ein Minion. Ein Packer, weiß ich noch nicht. Wartet, lasst uns gucken. Da bringt uns der Bomber eh nicht viel. Die Packer würde ich mir gerne aufsparen. 3 Bogies oder einzelne Minions? Ich glaube, Bogies heben wir uns auf, spielen einzelne Minions. Wir spielen das so. Ja, ui, Digga. Da war er wieder, der Smarte. Spielbogi. Das ist geil. Wir nehmen 5 Packer, glaube ich. Ja, das ist nice. Jetzt spielen wir ein Zepperoni. Ich glaube, 6 Frontlines sind schon fast wichtiger, weil dann haben wir erstmal genug. 3 Packer, das sind wie viel Prozent? 40.
40% wäre, ja, ungefähr, sagen wir mal, die Hälfte. Die Hälfte von 1,8 sind 900 drauf, wären zwei. Reicht ein Sepp oder brauchen wir zwei Sepps? Ne, ich habe eine Idee. Das müsste passen. Ja, oh je, da hat er wieder. Da hat er wieder gezaubert. Ja, perfekt. Ich glaube, 9 Bomber sind smarter als Minions. Wir haben noch 5 und die machen einfach mehr Damage mit Rush, in Kombination mit Rush-Bücher. Kurz nachdenken. Macht keinen Sinn. Ich spiele jetzt erstmal den Bomber so. Ich habe halt überlegt, ob wir vielleicht... Also ich glaube hier, dass wir haben so viele Goldlager. Ob es smart ist, Goblins zu nehmen? Also jetzt schon auf Babys umzusteigen, ist zu früh. Vor allen Dingen nicht mit 4 Babys da rein. Das macht eigentlich keinen Sinn. Wir nehmen, glaube ich, Goblins. Weil mit 4 Babys da reinzugehen, eine 6. Einheit ist Quatsch. So, Bogies Frontline ist smart. Ich würde überlegen, ob wir den Bogi spielen sollen. Dann stehen die Bomber ganz gut. Genauso habe ich das nämlich auch überlegt. Als würde wieder ein Minion sterben. Das fühle ich nicht. Deswegen setzen wir uns vorher einen X-Bow, oder? Den starken. Zwei Packer. Der Frontline. So, war doch ganz sauber. Ich nehme die Bomber. Tatsächlich. Hier in dem Fall spielen wir aber erst die Goblins und hoffen, vielleicht kriegen wir noch einen. Also ich würde jetzt den Goblin rushen oder den Bomber. Warte mal, was kann der Bomber? Macht der beides kaputt? Ja, stimmt. Ist gar nicht so dumm. Also jetzt bin ich der Meinung, dass wir die Rush-Bücher brauchen. Wir brauchen unbedingt die Rush-Bücher. Das ist eigentlich perfekt. Ich rush den Bomber jetzt auch. Ich weiß nicht, ob ich zappen soll. Noch ein Bomber waschen, ja. Machen wir jetzt einfach. Wir nehmen Bomber. Ich frontline den. Dann stehen die Bomber gut. Oh je. Das ist übel. Das ist ja mal übel sick. Und nächste ist einfach eine Packer-Stage. Das ist geil. Das ist mega nice. Genauso gehen wir rein. Die Heavy Bombs stehen einfach gut. Wir standen einfach gut. Mit den Minions. Die nächste Stage ist für Pekka noch besser. Das ist nicht schlecht. Die Minions können ordentlich Last hitten. Die Pekka safen. Das ist wirklich nicht schlecht, wenn der eine Bomber den auf den der eine Goblin da scheiße mit drauf, der kann ja wohl sterben, das ist ja wurscht. Gucken, was wir in der Refillette noch bekommen. Jetzt würde ich wieder Bomber nehmen, dann haben wir wieder eine Kombi. Aber egal, dann reicht's auch. Oh, das ist jetzt Schmutz. Wir spielen jetzt erst die linken Bomber. Nee, doch. Wir holen uns selbst. Dann waschen wir den Bomber für die Bücherhütte und das Goldlager. Dann haben wir, holen wir uns ein Frontline oder ein Wash
Ist halt die Frage, was mehr ist. Kurz die Packer-Hits zählen. Wir brauchen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Packer-Hits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, die hätten wir dann. 7 Frontline. Rush hat uns bisher immer weitergebracht, Digga. Immer. Ja, wir müssen Frontline nehmen, ich weiß. Wir brauchen den Packer mehr. Punktlandung, 1A. 1A. Jetzt brauchen wir langsam wieder Packer als Refill. Ah, Schmutz. Ich glaube, wir müssen Goblins nehmen. Wir nehmen auch Goblins. Wir könnten noch den Damage optimieren, indem wir die Hütte zappen. Aber ich weiß nicht, ob das so smart ist, ob das schlau ist, ob das viel Sinn macht. Ich glaube nicht. Den Zap können wir uns besser sparen, oder Chat? Das ist ärgerlich. Wir nehmen wieder Zaps. Einmal Frontline. Den Bomber müssen wir aufheben. Die Frage, womit wir spielen sollen. Mit den Bogies zu spielen, weiß ich nicht. Fühle ich irgendwie nicht. Lohnt sich nicht wirklich. Und den Bogie retten fühle ich auch nicht mit dem Zap. Das ist halt scheiße, ne? Das ist halt wirklich scheiße. Ne, die Bomber spiele ich nicht. Wir zappen erst. Ne, wir spielen erst den Archer jetzt. Jetzt ist der Archer clever. Ist die Frage, lohnt es sich zu gamblen? Im Prinzip lohnt es sich zu gamblen. Ja. Perfekt. Ein Minion. Da haben wir zumindest noch Items auf die Goblins. Okay, jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir auf Babys umsteigen könnten. Die Stage schaffen wir mit Bomber und Goblins, glaube ich. Wir haben noch eine Refill-Hütte am Start. So, wir müssen hier einmal den Goblin Frontline und hier den Bomber Frontline. Im schlimmsten Fall müssten wir Babys spielen. Aber das wäre egal, ob wir jetzt alle Bomber gespielt hätten oder ob wir jetzt erst Bomber und dann alle Babys spielen. Bomber dazu ist die Frage, das ist viel zu viel Gamblen. Wir spielen erstmal, vielleicht kriegen wir auch Packer oder sowas, die nice sind. Ja, schade. Obwohl, wenn wir Glück haben, reicht es, wenn wir erst die 5 Goblins spielen und dann die Minions, wenn wir Glück haben. Ich will wissen, wie viel ein Minion in einer 6er Kombi macht. In einer 6er Kombi, wie viel Prozent sind das? Sind 100%. Das heißt, circa mehr als 300. 300. 183 mal 2. Ich mach da jetzt eine Doktorarbeit raus, ist mir scheißegal. 366 plus Doppelhit wäre 728. Hierfür bräuchten wir 2 Minions. Hierfür bräuchten wir nur 2 Minions, glaube ich. Wartet mal. Wenn wir zappen, bräuchten wir 2 Minions. 2 Minions ohne Zap. Und das sind 2 Minions ohne Zap. Das heißt, wir zappen. Hä, 100. Was? Oh, Layout, sorry. Layout vergessen. Hä? 366 mal 2 sind gleich das, mal 2 sind 164. So, machen 1464. Nein! Ich wollte nicht zappen! Okay, jetzt müssen wir es durchziehen. Wir haben noch 3 Zaps. Ach, ich probiere es jetzt einfach, ist mir scheißegal. Ich habe einen Taschenrechner hier. Ich habe einen Taschenrechner, Chat. Also, wir bräuchten 2 Minions hierfür mit ohne Zap. Hierfür bräuchten wir auch 2 ohne Zap. Hierfür auch 2 ohne Zap. Wenn ich den Inferno wegseppe, müsste das reichen. Wartet mal. Mal 2. 164. Doch, wenn ich den Inferno wegseppe, reicht es genau. Nur sepp ich den Inferno weg, ist die Frage. Wie viel macht ein Sepp? 266. 690 durch
266. 266 mal 3. Ja, passt. Inferno wird weggesappt. Zwei Minions machen nochmal 366 mal 2. Sind 732 mal 2. Wären 1400. Ach, ein Sepp macht 352. Das heißt, wir bräuchten gerade mal zwei Sepps. Das ist perfekt. Das heißt, 1464. Reicht? Reicht? Reicht. Doktorarbeit bestanden, Digga! Ab jetzt bin ich... Doktorarbeit bestanden! Nenn mich Carlos, Digga! Nenn mich Carlos! Junge! So fühlt es sich an, Carlos zu heißen, Digga. So fühlt es sich an. Jetzt müssen wir überlegen. Ja, komm, dann nehmen wir Bogis. Ist okay. Ja, Bomber wäre wahrscheinlich kritisch geworden, gebe ich euch schon recht. Jetzt nehmen wir Rushs, dann können wir uns Bogis safen. Auch wenn es nicht viele sind. Ui! Ui, vielleicht auch nicht? Ja, ist ja nicht schlimm. Ja, war halt ein Rush-Buch rausgehauen, Digga. Ist doch okay. Ja, ja, das reicht. Zur Not müssen wir waschen und zappen oder so. Ja, ist ja doof gelaufen. Ist halt die Frage, ob wir zweimal waschen oder einmal zappen sollen. Ja, wir müssen zweimal waschen. Ja, das Trennen war dumm. Das Trennen war dumm. Jetzt habe ich die Waschbücher rausgehauen. Das könnte uns jetzt alles kosten. Ja, das war dumm. Das war dumm, Chat. Alles gut. Wir müssen Päcker machen. So, jetzt als erstes die Zauberhütte für mehr Sepps oder Loks. Ich glaube, dass wir Loks nehmen. Dann können wir nämlich zweimal links loggen und haben das Goldlager wahrscheinlich mit weg. Als erstes will ich aber hier loggen. Komm, gönn Päcker. Ah, F. Dickes F. Ich glaube, Bogis, dann haben wir das Item. Die könnten vielleicht ein Gebäude machen. Wenn die Bogis zusammenkommen. So, jetzt erst zweimal loggen. Das ist perfekt, Alter. Das ist perfekt. Digga, heute einfach mit Taschenrechner am Start. Ist aber ein anderer Overkill. Ich glaube, 19 Goblins wegen Goldlager. Wird nicht reichen, aber macht mit Goldlager am meisten Sinn. Schade. Schade mit den Refill, Digga, schade. Na komm, wir nehmen Waschbücher. Und waschen die letzten paar. Ohne Sinn. Egal. 11 ist optimal, Digga. Das ist richtig, richtig gut, Alter. Ist echt richtig stark. Also heute haben wir ja mal wirklich eine Doktorarbeit daraus gemacht, Digga. Das war nice. Einfach 3 Punkte Vorsprung. Ist doch smart. Also echt nice. Gerade das mit dem Minions, Alter, dass uns mal der Taschenrechner rettet. Hm, wer hätte das gesagt? Wer hätte das gedacht? Nochmal easy 500 Bits von easy verdient? Auch geil. Ja, meine Freunde, wer hätte gedacht, dass auch wir mal unseren Taschenrechner rausholen? Heute habe ich mal das gemacht, was Carlos und Uluk ungefähr jede Liga-Runde machen. Und es hat auch geklappt. Es hat geklappt, man kann es nicht anders sagen. War ein mega geiler Tag, hat mir übelst Spaß gemacht, mal so zu spielen. Ich glaube, das werde ich jetzt öfter machen. Vielleicht drucke ich mir die Liste auch nochmal aus, die der gute Carlos erstellt hat. Wir sehen uns, haut rein, bye bye, euer Psy.